Lieben, ich habe heute einen kleinen Haul für euch wieder mal. Und zwar gibt es Sachen von Choice, von SHEINside und von Rumble. Ich glaube, ihr kennt die Online-Shops schon, die wurden ja schon öfter auf YouTube vorgestellt. Auch ich durfte mir etwas aussuchen aus den Shops, was ich super, super nett fand. Ich habe ja auch seit einiger Zeit einen neuen Video-Hintergrund. Haben wahrscheinlich schon die meisten von euch in meinen letzten Videos gesehen. Aber heute sitze ich nochmal ein bisschen anders und ich wollte euch einfach mal fragen, wie ihr das Ganze jetzt hier so findet, den Hintergrund. Das würde mich mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Oder wenn ihr euch gefällt, dann Daumen hoch für einen neuen, schönen Hintergrund. Und jetzt legen wir aber los mit den Sachen. Also, ich würde sagen, wir fangen an mit den Sachen vom Online-Shop Choice. Und da habe ich mir zunächst einmal dieses Oberteil ausgesucht. Das habe ich ja auch schon in meinem Kleiderschrank-Tag getragen. Da haben das einige von euch schon gesehen. Und zwar hat es einfach diese, diese kleine, feine Dame vorne drauf und hat dann drei Viertelärmel und geht halt so ein bisschen, fällt so ein bisschen lockerer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch der Stoff ist wirklich einwandfrei, also fühlt sich genauso an wie von H&M oder so, weil es ist ja manchmal so, dass man da bei diesen China-Shops, nenne ich es jetzt mal, so ein paar Vorurteile hat bezüglich der Qualität. Aber da kann ich jetzt persönlich bei mir nur sagen, war alles in Ordnung. Also alle Sachen fühlen sich genauso an wie von Zara, H&M und so weiter und sind auch, so weit wie ich das beurteilen kann, genauso gut verarbeitet. Also ist mir wirklich nichts Negatives aufgefallen. Und dann noch ein weiteres Oberteil und zwar so ein, so ein Blüschen, glaube ich, nennt man das einfach so, mit einem Rundhalsausschnitt. Und dann hat es hier oben diese Knopfleiste, wo so ein paar goldene Knöpfe angebracht sind. Und dann hat es lange Ärmel und geht ganz normal einfach gerade runter. An den Seiten hat es dann noch so ein bisschen, so eine rundliche, dieses Wort existiert nicht, Laura. Eine runde Öffnung, eine abgerundete Öffnung. Ich glaube, man kann es so nennen. Auf jeden Fall finde ich das auch sehr, sehr schön. Und das ist einfach richtig schön frühlingshaft und sommerlich, wie ich finde. Die Artikel findet ihr auch alle nochmal unten in der Infobox, falls ihr Interesse an den Sachen habt. Und Preise werde ich euch irgendwo hier einblenden. Habt ihr wahrscheinlich jetzt schon bemerkt. Und dann kommen drei Sachen von SHEINside. Und zwar ist das erste, diese türkisfarbene Bluse. Auch wunderschön, gerade jetzt Frühling und Sommer geeignet, wie ich finde. Hat hier oben dann noch so eine große Tasche an der Seite. Und kann man entweder mit langen Ärmeln tragen oder die Ärmel so ein bisschen hier an der Seite so hochkrempeln. Hat dann hier auch so eine Schlaufe, womit man die Ärmel hier auch befestigen kann, wenn man sie kurz tragen möchte. Und die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hat hier oben keine Knöpfe mehr. Also man kann sie dann wirklich nur in diesem V-Ausschnitt tragen, was ich aber jetzt auch nicht schlimm finde. Geht recht weit runter und ist auch wieder hinten ein ganzes Stück länger als vorne. Und hat hier an der Seite auch wieder diesen Schlitz. Und ich trage das, wie ihr sehen könnt, immer sehr, sehr gerne, wenn man das vorne so ein bisschen in die Hose reinsteckt. Weil dann bekommt die ganze lockere Bluse doch nochmal so ein bisschen mehr Form. Und ja, das trage ich ja wirklich immer sehr, sehr gerne. Also diejenigen, die meine Videos schon länger gucken, die wissen das schon von vergangenen Outfits of the Week Videos. Genau, dass ich das immer so trage. Ja, apropos Outfits of the Week, hättet ihr mal wieder Lust auf so ein Outfits of the Week Video? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt es auch in die Kommentare. Okay, dann geht's weiter. Und zwar hatte ich dann auch noch eine Strickjacke, ebenfalls von SHEINside, zugeschickt bekommen. Und zwar ist es diese schwarz-weiße Strickjacke. Die fällt wirklich super, super schön lässig und locker. Also ist einfach so eine richtig schöne Strickjacke zum Einkuscheln. Und die hat halt wirklich an den Ärmeln ist sie, unten an den Ärmeln ist sie sehr, sehr eng geschnitten, wie ihr sehen könnt. Und hier oben wird sie dann umso breiter, also geht dann so fledermausartig runter, was mir ganz gut gefällt. Hat keine Knöpfe oder so, also ist einfach nur so eine locker, lässige Strickjacke. Und da hatte ich erst so ein bisschen Bedenken im Onlineshop, ob die vielleicht kratzt oder so. Aber das tut sie überhaupt gar nicht, ist ein super, super schöner, weicher Stoff. Und ich weiß nicht. Also ich kann wirklich beim besten Willen nichts Negatives sagen. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Eine kleine negative Sache kann ich sagen, aber wie gesagt, das gleich. Okay, jetzt erstmal noch zum dritten Teil von Sheinside. Und zwar ist es diese Bluse, die ich gerade trage, mit diesem schönen Blumenmuster hier oben drauf. Ihr seht das Ganze jetzt auch nochmal hier eingeblendet. Ja, die gefällt mir auch super, super gut, wenn nicht sogar am besten. Also ich glaube eigentlich, das ist fast mein Lieblingsstück, weil so weiße Oberteile liebe ich ja eh total. Und hier dann noch mit diesem Blumenmuster macht das Ganze einfach perfekt. Und dann gab es, wie gerade schon angedeutet, noch eine Bestellung bei Romwe. Und da zeige ich euch erstmal das erste Teil. Und zwar ist es dieser süße Katzenpullover. Der ist ja auch total gehypt unter verschiedenen Blogposts. Und ja, den fand ich immer schon ganz süß und habe ihn mir deswegen auch bestellt. Auch eine sehr, sehr schöne Qualität. Also kratzt nicht, ein super weicher Stoff. Und der ist halt einfach so ein schöner, breiter Pulli zum Einkuscheln. Wenn man mal keine Lust hat, sich besonders zu stylen oder so, wirft man den einfach über und dann sieht es trotzdem süß aus. Ja, jetzt kommen wir aber auch schon zum kleinen negativen Punkt und zwar betrifft das nämlich Romwe. Ursprünglich hatte ich nämlich eigentlich noch zwei Sachen mehr bestellt. Diese Sachen sind, glaube ich, beim Zoll gelandet. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob das so ist, aber eines Tages habe ich einen Brief bekommen vom von meiner Zollstelle in der Nähe oder so. Auf jeden Fall, dass da eine Lieferung für mich bereit liegt und dass ich die abholen soll. Ja, ich hatte natürlich keine Lust, da etwas für zu bezahlen und das hätte ich dann, glaube ich, tun müssen. Deswegen habe ich diese Lieferung nie abgeholt. Ich weiß nicht, ob die da jetzt immer noch liegt oder was mit der geschehen ist. Ja, das war ein bisschen doof. Soweit ich das nämlich richtig verstanden habe, ist es so, dass wenn man über 22 Dollar etwas bestellt, ist die Gefahr da, dass die Sachen beim Zoll landen und dass man dann eben was draufzahlen muss. Ich hatte jetzt bei allen Sachen eigentlich einen Warenwert von über 22 Dollar, aber es ist nie was passiert, außer eben bei Romwe jetzt. Also weiß ich nicht, ob ich entweder immer Glück hatte und nur da jetzt nicht oder ob das generell nicht so eng gesehen wird. Ich weiß es nicht. Also das Risiko ist, glaube ich, schon da. Aber wie ihr jetzt bei mir seht, ich habe ja davor auch schon öfters was bei Sheinside bestellt und da ist auch alles einwandfrei bei mir angekommen. Also wie ihr seht, ist die Gefahr jetzt nicht so groß, ne? Also bei einer von 6 Bestellungen ist das beim Zoll gelandet. Ist halt ein kleines Risiko. Ich weiß aber, wie gesagt, auch nicht, wie viel man da hätte dann zahlen müssen oder so. Also das könnt ihr aber mal im Internet recherchieren, falls ihr da Interesse habt. Da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Foren oder so, wo euch da weitergeholfen wird. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, welches Kleidungsstück denn euch am besten gefallen hat. Und ansonsten, wenn ihr auch auf Hauls genauso steht wie ich, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns sonst am Sonntag wieder. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Mittwoch. Und ja, genau, ich wollte auch noch sagen, bevor ich jetzt schon zum Ende komme, Dankeschön an alle von euch, die mir so viel Glück bei meiner Klausur jetzt vorgestern am Montag gewünscht haben. Die Klausur ist recht gut gelaufen und das liegt bestimmt auch daran, dass so viele von euch mir Glück gewünscht haben auf Twitter, Facebook und Instagram. Also vielen, vielen lieben Dank nochmal an euch und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, wie schon gerade gesagt. Okay, also macht's gut. Tschüss!